Verbindung auf das Teil hast du mit USB? Ja, Strom und alles. Ab da drüber. Darf ich fragen, was das Teil kostet? 1000 Stutz. 1200. Mit dem, das ist Lautsprecher und Mikrofon. Ja. Du hast nachher alles über das. Genau. Dann braucht das irgendwie Trainingssoftware, dass dann, dass es keine Rückkopplung gibt. Nein, das managst du eigentlich selber. Genial. Ich habe natürlich ein Passwort gesetzt, das du überhaupt nicht kannst merken. Ja, ist ja gut, oder? Ja, aber nicht, wenn du es da hast und da musst du gehen. Ist das eine Panoramakamera? Ja, die hat 180 Grad. Ja. Und nachher tut er einfach an der Ruhe die anfangen zu quatschen. Hallo? Ah, dann nachher tut er auf ihn zoomen. Ja, mein heutiger Gast ist der Rudi Eicher. Guten Abend. Wie immer kannst du in drei Sätzen sagen, wer du bist. Kann ich schon anfangen? Oh, das war schon der erste Satz. Das war eine Frage. Und was dort noch interessant ist, er hat ihm das Projekt vorgestellt und das hat dann auch, ich weiß nicht mehr, wer die Jury war, aber hat ihm das auch prämiert. Und mich hat dann mehr das Technische interessiert. Hier oben habe ich glaube auch noch nicht voll. Jetzt habe ich das schon voll, aber gibt es noch etwas, das man noch mehr einstellen kann? Nein? Nein, das ist schon gut. Was ich kann machen, das ist dann noch, ich könnte noch im Hintergrund einfach einen Baustrahler indirekt. Das ist dann zwar ein bisschen ungemütlich, aber schlussendlich ist es sogar, dass man ein bisschen genug Licht auf der Kamera hat. Nee, was ist jetzt das Mikrofon oder Kamera? Beides. Ja. Also, das ist die Kamera. Das ist die Kamera. Nein, da Mikrofon und Lautsprecher. Ja. So meine ich, ja. Oben da ist die Kamera. Wir müssen dann noch schauen, was wir im Bildschirm sehen. Sieht man jetzt den Zettel da drauf? Nein, den sieht man jetzt nicht. Ja, ihr seht jetzt genau gerade, was man sieht. Nein, das glaubst du. Nein, du hast aber zugeschlagen, du. Was gefällt mir noch nicht? Das fällt wahnsinnig weit. Wo hat er nicht weiter? Ja, aber ich glaube, ja, das kann ich nicht ganz das kann ich nachher einstellen. Was mich mehr stört, ist das Ding in der Mitte. Ja, den habe ich vorhin am Fernseher. Ja, den muss ich sicherlich. Und da kommt ja noch die Beschriftung. Vom Kontrast. Dass er so praktisch zwischen uns. Irgendwo zwischen uns beiden. Ja, weißt du, dann mache ich wahrscheinlich, dass ich etwas wieder und dass ich es wirklich ganz so anhöre. Wenn ich das so anhöre, dann verziert es in der Höhe. Ja, weißt du, dass es so ein Schäpps aus der, dass ich vielleicht wirklich gerade da etwas anmache. Ist jetzt extra der Gaststuhl der rote Stuhl? Das gehört, das hat ja fernsehgeschichtlich noch eine Bewandtnis. Weißt du, der heisse Stuhl hat das gerade geheissen. Liebe. Sind es Kultigist? Ja. Ihr habt gerne den Begriff, oder? Am Bildschirm, ja. Liebe, heimen am Bildschirm, so. Oder? Liebe Kultigist daheim am Bildschirm, aus Schennis, aber auch aus der weiteren Region, herzlich willkommen heute Abend zum ersten Schenner Kultursalon. Sofa, Divan, etc. Mit den Jahren ist die Salonkultur eigentlich in den Hintergrund treten. In den letzten Jahren in Berlin und auch in Graz aber wieder im grossen Stil lanciert worden. Interessanterweise in der Schweiz eigentlich nicht. Herzlich willkommen zum ersten Schenner Kultursalon. Warum Kultursalon? Ich rede weiter, einfach damit man auch das Echo gut hört. Und nochmal. Das Konzept bringen. Der Begriff Kultursalon führt zurück bis zur Aufklärung, wo aus dem Bildungsbürgertum vor allem auch Frauen, Literaten, Denker, Künstler eingeladen haben und im ganz lockeren Rahmen mit diesen eingeladenen Gästen über Gott und die Welt